Bist du bereit, zerstört zu werden? Ich bin bereit, dumme Sachen zu machen. Na, warte, habe ich schon. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Minecraft Herbert 5 zusammen mit Fluffix. Verzweiflung. Hallo. Hey. Die erste Aufnahme zusammen. So, hallo. Und da das erste Mal, dass wir auf den Server schwören. Stimmt. Nicht. Doch. Na? Ja, wow, die 5 Minuten vorher. Na, meine ich jetzt auch nicht. Ja, aber komm, das war nicht gescheit so. Ja, stimmt, da wieder. Das war jetzt nicht so zusammenspüren. Wir waren beide anwesend. Mehr nicht. Ja, auf jeden Fall. Hallo mit. Heute mit der Flopfix, Hauröchen. Und wir machen eine Trading Hall. Seht ihr eh, Alter. Ja, aber bevor wir die weitermachen, wir müssten mal kurz was schauen gehen. Zumindest du als Doktor. Ich weiß noch nicht, was der Doktor bin, aber klar. Ich habe immer noch keine Schuhe. Hallo. Ja, der existiert da. Leute, hinter dir ist ein Zombie. Und zwar müssen wir zum Berge und zum Tobi einmal haben. Müssen wir kurz mal schauen. Ja, das ist über den Nether schneller. Ja, komm jetzt. Komm. Komm, hey. Wo bist du denn? Bei der Brücke, im Boot. Ach so. Ja, auf einmal musst du weg. Okay. Oh, wir müssen da drücken. Ja, ist aber Mane. Ja, trotzdem ist da eine Brücke. Ja. Mhm. Aber deswegen fällt überall anders. Oh, Leute, voll verwirrt. Halt die Fresse, ne? Und zwar, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir haben die Probleme mit dem Breeder. Ah. Okay. Nur müssen wir halt, aber da schaut jetzt nach unten, aber eher in der Mine, gell? Na, ich hab Villager. Ich hör die German Let's Plays. Na, das ist die Mine. Die sind eher, also bei mir sind sie jetzt am linken Ohr. Ich glaub, der Eingang wird woanders sein, aber das sind da ganz in der Nähe. Wahrscheinlich übers Haus? Beim Haus, ja. Da schaut es richtig aus. Ich verstehe nicht, warum Leute Magma Block machen. Mach doch einfach, dass nix ist und unten Wasser, dass man kein Fall Damage kriegt. Ja, da ist einmal die Shopping Area. Aber wo ist der Breeder? Oh, Mutter, wie lol. Oh, da ist ein Shiny Eisen Golem. Wo ist der Breeder? Hallo? Wow. Ah, ja, das ist so. Bist du da sicher oder ist das die Eisenfarm? Ja, das. Nein, ich war da mit Breeder. Okay, und zwar gibt's da das Problem, dass da irgendwo immer, wenn ich weiß nicht, wo die Villager rauskommen, wahrscheinlich nicht da, das ist die Eisenfarm. Das ist die Eisenfarm. Okay, und zwar ist das Problem, dass beim Breeder, wenn die Villager spawnen, immer Eisenkohle mitkommt. Dann wird es sein, dass sie irgendwann Zombies sehen, weil zu dritt können Villager und Zombies spawnen, wenn sie an Eisenkohle spawnen, wenn sie von einem Zombie gescared werden, aber. Und wenn sie ein Kind machen, sind sie zu dritt. Außer sie sind, wenn das Kind dann da ist, irgendwie dann auf einmal zu fünf, dann können sie es auch ohne Zombie machen. Und da ist ja kein Zombie. Deswegen weiß ich es nicht. Egal, wenn sie schlafen gehen, dann repariert sich sie wieder. Oh. Aber füttern die einfach so, dass sie da reinschmeißen? Ich glaube, ja. Also, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie Eisengolem gespawnt werden kann. Das sind entweder 5 Villager oder 3 Villager und ein Zombie. Oder statt ein Zombie kann halt irgendwas sein, was sie dann Angst macht, zu werden. Pillager oder so. Aber da ist nichts. Und sie sind ja nur zu zweit und ins Baby kommt zu dritt. Ja, deswegen war sie es auch nicht. Okay, wir wissen es leider nicht. Wenn es so weitergeben, dann können wir weiterbauen, würde ich sagen, oder? Ja, nein, ich war echt nicht. Also, wenn jetzt nicht irgendwie zwischendurch mal ein Zombie vorbeikommt oder so. Oder auf einmal, die werden ja direkt weggespült, oder? Ja. Ja, ja. Das heißt, es kommen da nie 5 zusammen. Na, dann sollte eigentlich kein Eisengolem sein. Okay, wenn wir so weiterleiten, oder? Ja gut, wir sehen uns noch am Cut wieder bei uns drüben. Wir sind wieder zurück auf unserem Berg und der eine Villager, gell? Er ist gerade durch den Bubble Elevator. Gott, wer Damage kriegt, oder? Ja, der ist mir egal, wenn er stirbt. Ja, egal. Wir machen mal unseren Trading Call weiter. Sollten wir doch einfach Sticky Pistons verwenden, das wäre glaube ich einfacher bevor der... Oh, war ist was rein? Weil jetzt dann war das Problem, dass wenn ich so nach unten tue, dass der Villager einfach rausgehen kann und vom Zombie abhaut. Aber wenn ich es irgendwie anders mache, dann findet der Villager, der Zombie die Villager... What? Keine Ahnung was. Oder er kann sich nicht bewegen. Er ist drin. Nah, nicht ganz. Achso, der muss ganz drin sein, okay. Lukas. Power 5 schmeckt. Ja, erstens so nett, 24 Papier zu holen. Den kannst du nicht. Ich tue lieber, dass jetzt drin bleiben, nicht, dass er
auf einmal, was der wechselt. Du hast 24 Papier. Dass wir den einmal locken, dass er nicht mehr wechseln kann, weil ich würde behaupten, dass wir das behalten wollen. Ja, Sir. Damit haben Sie absolut recht. Oh. Haben vergessen, mein Mikro runterzuklappen. So, German Let's Play hat die Fresse. Okay, drop. What a deal. Perfekt. Power 5 schmeckt halt wirklich. Hast du mir alle gegeben? Oder hast du jetzt das ganze Papier weg? Nein, ich habe nur 15. Wie viel nimmst du? Oh, wow. Die Quark. Fortini. Diese German Let's Plays. Ist ja nicht so, dass man wirklich einen Mangel an Sugarcane haben kann. Das ist nicht das Problem. Ne? Sugarcane ist ja leicht zu kriegen, wenn du es hast. Und das ist auch leicht zu kriegen, wenn du es nicht hast, so. Ja. Quark. So, wie mache ich das jetzt, dass der Zombie sie angreifen kann, aber den nicht runtergehen? Was hast du? Oh, ich hab Bookshelfs. Hä, das sollte aber nicht runtergehen können. So, gibt keinen. Okay, das zweite Buch ist kein Dreck. Wow. Ey, wenigstens ist es aber direkt auf 5, dann kann man so eine Sammlung machen, so auf Pokédex. What? Guck mal, können die jetzt weglaufen, ja oder na? Na, kenn ich's nicht. Das schaut so aus, aber ganz knapp nicht, weil da Trapdoors sind. Aber das Problem ist, wenn ihr das so macht, dann kann der Zombie auch nicht hergehen. Belastend! Was ist, wenn du Trapdoors oben aufhörst? Dann brauchen wir Sticky Pistons. Belasto. Sollen wir einfach mit Sticky Pistons? Aber dann müssten wir die Village kurz raus und dann. Vielleicht. Warte. Ich hab keine Axt mehr, deshalb wird's richtig nervig. Warte. Nimm meine. Bin ich blind? Ah, oh, okay, danke. Theoretisch, wenn man das so macht. So, dann sollte er hinten vorbeigehen können irgendwie. Dann würde ich die Trapdoors sogar oben hin machen und nicht unten. Harald, komm her. Hallo, Harry. Auch, Freund. Ich glaube, Mauern wären da, glaube ich, eine gute Lösung. Also, der hat Bookshelves. Da, weil du das machst, ich gehe mir was zum Essen holen und schau, wie viel die Eisenfarm produziert hat, gell? Habe ich schon alles rausgenommen. Das war, es ist unten da bei uns, bei der Village, bei den Villagern in der Kiste drin. Okay, ich geh trotzdem was zum Essen holen. So, wir nehmen 15 gebratene Kartoffeln. Ja, perfekt. Wieder voll. Jetzt können wir wieder ein bisschen sprinten. Ding. Und das ist ein Villager da drin, bist du deppert. Kannst du nicht angreifen? Warte, vielleicht die Trap da weg und nur die Dinge hier. Nö. Ja, moin. Achso, ja, er kann es nicht angreifen, weil sie oben sind. Ja, klar. Wow. Warte, nicht aber lassen. Jetzt habe ich gerade die Trap da abgebaut. Ja, wow. Warum bugge ich so rum, wenn ich zu dem Dings um ist, sneak? Läuft. Oder auch so rum? Ja, bei Bookshelf. Ja. In Vanilla ist es nicht. Das wird wahrscheinlich von einem Plugin irgendwie sein, das was irgendwas verhindern will. Ah. Nur wenn du in die Nähe vom Bookshelf kommst, ja, dann bugge. Ja, gucken wir mal auf, weil sonst ist halt Zombie auf uns gefokust. Vielleicht statt den Mauern was Dünneres nehmen. Fences. Ja. Habe ich eventuell. So, ich muss sie nicht erst da hochholen. Ja, und den Zombie einmal weg. Ich hol Fences. Spaß. So. Ding. Chong. Ich hab 11 Oak Fences gecraftet. Oak Fences. Ja, okay, wird's die Dings einmal weggetan, die Trapdoors, und das geht auch nicht. Also, es liegt an den Mauern, dass die zu dick sind. Warte, raufholen. Und dann kannst du den Mauern. Warte, Zombie, komm her. Dann da die Mauern, du Dinger setzen. Und sonst, wenn wir das noch dünneres brauchen, dann können wir entweder Glas-Dings oder Metall-Dings nehmen. Ja. Iron Bars. Und ich glaube, Iron Bars würden wir nehmen, weil die billiger sind. Warte, jetzt müssen wir. Ja, aber lassen wir weggehen. Ich glaube, er ist immer noch. Warte, er ist ja ganz umgegangen jetzt, oder? Er hat wohl gar keinen Bock. Okay, ja, jetzt. Warum? Hab ich gerade eine Schuld gedroht? Ja. Kein Spiel, oh, danke. Warum nicht? Aber er ist dort bei denen, oder? Ja, aber warum kann er es denn nicht schlagen? Melodie schlagen. Mich kann er sogar schlagen, wenn ich da bin. Warum kann er die Villager da nicht schlagen? Aber sie weggehen wahrscheinlich. Weil sie probieren wegzugehen. Und deshalb sind sie weit genug weg oder so. No. Ey, hol, ich mach Iron Dings. Wenn ich sagen, Gott nicht so da, ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir einfach mit Sticky Pistons. Ja, moin, das waren einfach 32, ein halber Stack. Moin, Marianne. Hol die anderen hoch einmal. Oh, kacke, jetzt hast du merkst. Mai, ich wollte von da aus helfen, aber die Dings sind im Weg. Oh. Aho. Das ist genau im richtigen Moment abgebaut. Gesundheit! Aua, das hat wehgetan, danke. Hallo, au. Hol mich hoch. Jetzt muss es aber. Na, warum? Dann machen wir halt mit Sticky Pistons. Sind dann die Villager auf die Sticky Pistons Dinger drauf oder wie? Warte, dann, das ist dann so und so. Ah, okay. So, und dadurch kann da Zombies sich von der Seite kriegen. Okay. Aber sie können dann nicht runtergehen. Ah ja, okay.
statt Trapdoors können wir auch Carpet verwenden oder so, aber... Trapdoors ist, glaube ich, billiger als Carpet. Kommt drauf an, was für eine Farm du hast, aber ja, wir können nämlich Eisen-Trapdoors verwenden. Richtig. Hallo, Zombie. Richtig. Richtig. So sieht's aus, Maestro. So, vielleicht haben, vielleicht haben wir wieder Glück und wir haben einen Slime Chunk in der Nähe. Ja, Slime Chunk haben wir auf jeden Fall in der Nähe. Aber in der Version eine Slime Farm zu bauen ist halt anstrengender. Achso, ja, die hätte jetzt unendlich. Ja, wie dürfen musst du dieses Mal machen? Trotzdem immer noch weiterhin bis Orbe, oder? Naja, das Problem ist, dass jetzt so eine Slime Farm ist effektiver, umso weniger Spawnflächen außen um sind. Aber da die Welt jetzt so viel größer ist, sind so viel mehr Spawnflächen außen um und die ist so uneffektiv, dann müsstest du sie bis ganz Arbeit bauen, von 40 bis minus 64 und außen um so viel Spawnproof und sagen wir noch anstrengend. Okay, super. Denke mal gerade da jetzt, weil wie kriegen wir jetzt die Village auf Ding? Okay, habe eine Idee. Du von dem, wo du jetzt gerade stehst, den Dings aber. Dünn aber. Ah, fuck, dünn auf und wieder aber. Achso, na, ist noch kein Sticky, bist du noch einmal auf. Ja, was, dann ist er auf dem Dings drauf. Auf so Trapdoor? Ja. Nein, ich glaube nicht. Nein, aber ist er nicht, ist er nicht. Ja, aber ich weiß, wie wir das lösen. Wir müssen erst mal... Du bist Schmutz. Tu den Arbe. Perfekt. Jetzt den anderen. Gut. Die sind jetzt auf Trapdoors drauf. Dann... Beide nach hoch? Beide nach oben, aber auf keinen Fall wieder nach unten. Obwohl das eigentlich... Ja, na. Ja, ist egal. Und jetzt sollen wir die Pistons austauschen. Jetzt sind sie da drauf. Was? Warum ist er durch? Okay. Ja, doch nicht. Bau da irgendwas hin, dass er nicht raus kann. Irgendwas. Okay, so. Ja. Why? Keine Ahnung. Er war glaube ich, auf der Trap da drauf. You got chabated. Anscheinend ja nicht. You got chabated. Warum hat der jetzt so komische Töne gemacht? Weil er Damage kriegt hat. Ah, willst du ihn töten? Ja, der hat eh keinen guten Trade, also der ist eh egal. Hör doch einfach auf. Ich hasse Villager. Warte, der da oben sieht. Warte, wir bauen da einfach Blöcke hin, dass der da oben nichts sieht. Geht. Das tut gut. Sollten wir öfters machen. Ich muss so ein paar Villager bereitstellen, um einfach zum Abschlachten. Oh, verdammt, das ist auf Aufnahme. Ups. Wir haben nichts gemacht, wir haben gar nichts gemacht, wir haben nur eine Bier getrunken. Nur eine Bier. Warte. Light-Train. Ja, weil ich abgeblockt habe. Aber der ist nicht auf der Trap da drauf. Ich sehe es, meist. Sollen wir jetzt ein bisschen runterfahren? Nein, da kann er weggehen. Das ist so. Jetzt tun wir mal runterfahren. So, jetzt ist er drauf. Warte, dann baue ich die da ab. So, dann fallen nach oben. Ah, weil die Trap da kurz aktiviert wird von irgendwas. Müssten wir die... Warte, ja, ich weiß schon. Wir machen die Hebel. Oh Gott, na. Achso, wer ist er? Okay. Der hat eine Trapdoor in sich. Haha. Und wie fühlt es sich an, eine Trapdoor in sich zu haben? Bin in deiner Meinung. Er hat Routine gesagt. Routine. Hochfahren? Ja. Yeah. Und oben. Ja, warte, geh du nochmal auf. Ich muss dann wieder die unter ihm platzieren. Warte noch nicht. Achso, mit Lab. Kann ich sie unten platzieren? Ja. So, ja, geht. Auf. Na, immer noch nicht. Ja, aber das hat mal funktioniert. Warum geht das nicht mehr? Schau, er ist jetzt da drunter. Das heißt, das geht jetzt auch nicht mehr. Wie machen wir das dann? Warum funktioniert das nicht mehr? Also Helmut. Okay. Ja, kurz in Creative gehen. Na gut. So, nach kurzer Nachforschung haben wir herausgefunden, das funktioniert schon mit den Trapdoors, aber... Machst du alles immer kaputt? Was führst du auf? Da war Kohle drin. Ja, der ganze Raum war... Schau, ich sehe es überall. Alles an Cobblestone, wie wir dazu pflastern müssen. Ja, ich weiß, weil Kohle drin war. Kohle, ja, aber du kannst nicht wieder zumachen. Nein. Also das Problem daran ist, dass das mit den Trapdoors nur funktioniert mit Sticky Piss. Warum auch immer. Auferstehen sollte eigentlich komplett gleich sein, aber das Spiel hat einfach so keinen Bock zu funktionieren. Die Sticky Pistons werden heute in der... da sehr da, ja. Ist eh schon. Ja, wir berührt, ich muss kurz Main und dann tu ihn aber. Aufe. Na, funktioniert nicht. Na, sag jetzt nicht deswegen irgendein Plugin, dass da irgendwas anders ist oder so. Kann man sie nicht auf Trapdoors setzen? No. Ja, aber warum beim warum geht das auf dem Server nicht, dass er beim Aufschieben den nicht mitnimmt? Wir könnten sie in Minecarts setzen und dann auf einer normalen Pisten. Das wird noch gehen. Das könnte man noch machen und das wäre nicht da, ja. Das stimmt. Oh na, das habe ich getan. Und sonst so? Erst bitte Minecarts und Schienen holen gehen. Okay, falsche Truhe. Richtige Truhe. Das heißt, kann das sein, dass es einfach allgemein an Minecraft-Servern liegt oder an, warte, was ist das? Paper-Server ist das, keine Ahnung. Kann sein, Sir. Aber Minecraft funktioniert. Wow! That's very impressive. Das ist sehr impressiv. Ja, nicht, dass du wissen, wie viel Schienen ich hab. Was denkst du?
Mann, meine ganze Pointe ist. Ich hab's halt aber nur geraten. Verdammt. Ja, ist gesperrt. Nee, sehr gut so. Hast der Village irgendwas probiert? Hallo? Sabra. Er will nicht einsteigen. Dein fucking Ernst. Na. Ich hab grad gehört, wie er suffocated. Nichts passiert. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ist er tot? Na, er lebt noch. Ich bin nur in die falsche Richtung geschoben. Bist du dir sicher, dass das jetzt funktioniert? Was denn? Wenn ich ihn hochhebe. Ziemlich, ja. Mach. Runter. Oh. Ja. Okay, das ist die billigste Variante, die wir auch noch machen können. Und die sich halt an diesem Server auch auszahlt. So. Und jetzt die Frage aller Fragen. Macht der Typi nicht mein Karting? Na, sollte ganz normal funktionieren. Bei den Booten funktioniert das ja. Ja doch, sollte eigentlich funktionieren alles jetzt. Okay, dann komm raus. Dann. Ja. Wie jetzt einfach jede einzelne Zelle anders ist, weil wir irgendwie irgendwas umprobieren immer. So, er kann wohl nicht rausgehen, oder? Da ist alles. Ja, passt. Dann runter. Ja. Ja. Ja, komm rauf. Ja, natürlich. Ja, perfekt, Eisdings. Quack. Schau, wie viel Tränke da drin haben. Ich weiß, ich hab's gesehen. Darf ich den Gold abgeben? Der Zombie ist bei ihm. Das ist schlecht. Oh, jetzt. Ja, wir können den Zombie einfach weglocken. So. Hey, warte, was? Ach so. Ja, warte, da hinten, da fällt der Block. So, aber? Nein, warte. Warte, ich lock ihn einfach zu mir her. Komm her, Zombie. Jetzt, ja. Oh, kacke. Aua, Mama. Hotini. Boah, das ist ein dumpfes Hotini. Perfekt. Jetzt müssen wir noch alles darauf vorbereiten, dass das da funktioniert und am besten da noch Fackeln reinplatzieren, nicht, dass irgendwie ein Creeper spawnt oder so. Aber ja, dann würde ich sagen, Leute, es war jetzt ein bisschen viel, endlich kurze Folgen, aber... Und ziemlich verwirrend und nutzlos und wir haben eigentlich gar nichts geschafft. Naja doch, er funktioniert. Ja. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nicht was zu verpassen, schaut bei Fluffix vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch die anderen Teilnehmer. Und dann sagen wir mal tschö, bitte, ciao, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Minecraft Creeper 5. Bis dann, euer PlatyV. Servus!